So. Genau, nicht wieder neu anfordern, wäre vielleicht auch noch hilfreich. Und dann gib mir bitte Fließbänder und zwar ruhig so 200 Stück. Gut. Genau, weg, 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 weg. Hier, mach nackig, so. Das ist jetzt unüberlegt gewesen. Was ist mit dem Fließband hier? Das Fließband läuft bis nach da unten. Das heißt, das kann ich benutzen. Ich muss also nur das Fließband hier mit dem Fließband da drüben verbinden. Dann passt das. Zack. Und zack. Das hier kann weg. Das war früher mal für... Ich habe keine Ahnung für was. Zu lange her. Damals. So. Fließband, Fließband, Fließband. So, runter um unnötig viele Ecken. Das Ärmchen da weg. Hier runter, runter. Da lang, damit es lavalampiger aussieht. Bisschen nostalgischen Flair. Echt jetzt ein bisschen wuselig, hä? Ja? Oh. Aber gut. Zwei. Achso, ihr könnt erstmal raus. Und zwei reguläre Untergrundbells, bitte. Da. Dann bist du da weg. Oder kann ich dich. So geht das. Okay. Dann kommen die sich nicht in die Quere, die beiden Fließbänder. Dann gehst du hier runter. Ist da rum, bist da angeschlossen und jetzt kommt das gesamte Kupfer von da hinten hier unten an. Ich sollte da vielleicht ja, mach mal da irgendwie einen Splitter zwischen, damit beide Fließbänderseiten ordentlich befüllt werden. Sonst gibt es gleich einen tierischen Anstrom hier auf die linke Seite und das kommt mir vielleicht nicht klar. Das wird sowieso nicht klarkommen, weil nicht noch Grinder da sind, aber ja. Du, so. Jetzt ist auf beide Seiten sortiert, richtig? Ja. Okay. Was jetzt immer noch nicht das Kupferproblem wirklich löst, aber es ist schon mal ein Teil der Arbeit gemacht, der später eh gemacht werden müsste. So, Strom. Ja, hat sich nichts verändert. Oh, stimmt, die untere Seite von dem Ding wollte ich auch noch machen. Hier nochmal drei Reihen jeweils, auch wenn das nur bisher drei Steam Engines sind. Seid ihr auch sechs Stück? 1, 2, 3, 4, 5 nur. Also ich könnte das hier komplett abreißen und zwei noch dran bappen. Zwei Steam Engines. Warum arbeitet ihr nicht? Ah, weil da ein verflixter Boiler fehlt. Noch irgendwo ähnliche Probleme? Arbeitet, 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 arbeitet. Muss ja immer nur den letzten angucken. Ne, alles okay. Gut, sehr gut. Bau hier dann schon mal zumindest den Anfang davon. So, du arbeitest nur nicht, weil du keinen Strom hast. Warte. So. Ja, 6 Steam Engines mehr. Yay! Wobei, die machen so viel Strom wie 3000 Solar Panels. Das soll ich nicht meckern. Und es kommt irgendwie das Erz nicht an. Kann das sein? Habe ich mich da verbaut? Ich guck mal ganz kurz. Oh, ja, es wird vorhin in den Kisten weggefangen. Das ist richtig. Das heißt, ich sollte jetzt die Kisten umdrehen. Die Kisten leer gemacht werden. Weiß nicht. Mach die erstmal nur weg. Dann habe ich jetzt so einen Puffer von 30.000 Kupfererz für später mal. Nö. Hier ist mehr als genug Platz auf dem Fließband. Dreh das um. Mal das voll.
alles rappel, rappel voll. Schön. Das darf jetzt unten stauen. Hier oben haben wir Probleme mit der Verteidigung. So, und hier. Dich hin. Oh. Ich habe da einen großen Fehler gemacht, oder? Ja. Zack. Und jetzt den Befehl. So. Besser, besser. Okay. Nochmal bitte diesmal ohne Chaos. Ich kann nur nicht sehen, wo die Strommasten sind. Da, oder? Ja, ich glaube schon. So, sieht er noch weg. Nicht gut, nicht gut. Was stand noch auf dem Plan? Auf dem Plan stand ebenfalls noch die Basis sich genauer anzugucken. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die tolle neue Muni. Von da. Und tapper da einfach mal hin. Zack. So, vorher sollte ich noch hier ein bisschen aussortieren. Nö, das kann da bleiben. Da bleiben. Das kann weg. Sniper-Muni brauche ich nicht. Und tu. Falsche Kiste. Hier. Die Muni will ich haben. Bin mir sicher, ob es so eine gute Idee ist, die Flamme-Muni jetzt wegzutun, wo ich gerade einen Angriff machen will, weil ich denke nicht, dass ich Gebäude damit zerstören kann, oder? Kein Plan. Was mich aber daran erinnert, ich könnte nochmal das hier machen. Weil inzwischen müssten da die 450 Tränke und die 2800 oder was Genetics-Teile da sein für. Jupp, rausch gut durch. Schön, schön. Also, gerade wo es dunkel wird, laufe ich los, die Basis mir anzugucken. Und ich muss ja, ein bisschen nördlich vielleicht zuerst, damit ich der großen Basis nicht zu nahe komme. Und dann mal schauen. Eine bessere Taschenlampe wäre noch ein schönes Upgrade für das Shadow Modpack. Also falls es einen Mod gibt, der sowas macht. Also wenn man schon in der Power Armor MK18er herumläuft mit zigtausend Schilden und was weiß ich, dass man vielleicht auch irgendwie das hinbekommt. Entweder ein richtig gutes Nachtsichtgerät, also was wirklich einfach alles fast taghell macht, oder halt Rundumlampen, irgendwas in der Richtung. So, jetzt ist nicht mehr genug DNA da für irgendwelche ähnlichen Spirenzchen. Das hier könnte ich jetzt fast erforschen, aber das ist alles für Sachen, also wahrscheinlich eher für das Plasmazeug später. Ja, Energy. Was? Energoya Cheek and Rockets. As well as Plasma and Laser Turrets. Ja. Tut es lesen und so. Soll helfen, Girogan. Cartridges, Grenades und Tankshells. Jo. Dauert noch. Die Dinger war ich auch am Erforschen. Erforsch mal den. Du heißt einfach nur Robot? Du heißt auch einfach nur Robot. Ja, erforscht mal Robot 2. Geht der Ball hier hoch? Habe ich sogar noch eine alte Verteidigungsanlage, die ich nutzen könnte? Das ist kein gutes Zeichen, oder? Wenn irgendwo alte Verteidigungsanlagen von mir rumstehen, heißt es doch, dass hier irgendwas gefailt hat. Weil die Basen zu stark waren. Aber das sehe ich dann ja wahrscheinlich gleich. 2, 3, 1, 2, 3. Kriegt ein bisschen billig Muni und ein Magazin davon. So. Was? Irgendwo hat mich gerade ein Turm getentakelt. So, Test. Königin. Also, selbst Gatling Gun mit der besseren, tolleren roten Muni schafft es nicht, für die Gebäude zu zerstören. Die ist echt nur für kleinere Ziele da. Das heißt, ich bin jetzt auf einer Basenzerstörermission mit nur 15 Tanks Napalm.
Ah ne, sieht nicht sinnvoll aus. Ach stimmt, das war eine von den Basen, die ich habe stehen lassen. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier regelmäßig hinkommen, um... Zack, Alien-Artefakt zu holen. 95.000. Macht das Sinn, die zu zerstören? Oder braucht die Basis eine gewisse Anzahl an Kolonien, bevor sie die Gebäude spawnen kann, die auch Artefakte droppen? Keine Ahnung. Aber ich werde mir diese Basis merken. Hier werde ich dann regelmäßig hinlaufen, um deren neue Gebäude zu zerstören. Da muss ich auch wirklich dran denken, weil wenn die wieder zu stark wird, dann habe ich noch eine Riesenbasis, die ich nicht knacken kann. Davon habe ich inzwischen schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also wahrscheinlich war da drin noch irgendwo eine, die ich jetzt übersehen habe, weil es müssten eigentlich ja 15 Basen insgesamt sein. Was ich jetzt aber gerade mal kurz mache, wo ich am Durchbrechen von den feindlichen Linien bin, ich gucke einfach mal nach oben in Gebiete, wo ich vorher noch gar nicht war und wo meine Radarschüsseln auch gar nicht hinkommen. Einfach nur, um zu schauen, ob ich da irgendwo Illyrium in freier Wildbahn finde. Weil wenn ich sonst ganz, ganz, ganz viel Zeit und Langeweile hätte, könnte ich ja meine gesamte Basis neu aufbauen, und zwar irgendwo am Arsch der Heide. Und die ganzen anderen großen Basen sind hier unten. Werde ich nicht machen, weil es wirklich viel, viel, viel zu lange dauert. Aber ne, es wäre eine vertretbare Theorie. Jetzt ist die Welt gleich da zu Ende. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich sind die Welten ja unendlich, außer man stellt es ein. Und das habe ich nicht. Ah, sehr gut. Also wirklich nur die Grenze von den Radarschüsseln. Was ich auch machen könnte, ich habe ja genug Solarpanels dabei. Kann ich... Ja. Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich hau hier eine Radarschüssel hin. Und pappe daneben Solarpanels. Wow. Oh, das dauert ewig. Was kennst du da unten? Oder ist noch von da? Okay, das klappt schon mal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dachte, ich setze die hin und dann habe ich innerhalb von ein paar Sekunden wenigstens die nähere Umgebung hiervon abgescannt, aber Aber ich denke, ich opfer die Solarpanels mal einfach nur, um zu gucken, wie schnell die Radarschüssel da irgendwas schafft. Und ich laufe weiter. Weiter. Bin mir sehr bewusst, dass ich den ganzen Weg auch wieder zurücklaufen muss, aber ich mache dann irgendwo einen Bogen und laufe andersrum zurück. Das heißt, selbst wenn ich jetzt keine Lyrium finde, vielleicht finde ich irgendwelche außergewöhnlich großen Vorkommen von irgendwas. Weil hier draußen müsste ich da eigentlich recht einfach einen Außenposten aufbauen können, weil die Feinde halt so weit weg sind. So, hier ist ein richtig schönes... Fuck! Denkfehler. Ich kann nicht einfach so von meiner Basis weglaufen, weil ich dann ersticke. Kann ich schnell mal eben Wasser und so weiter zu Sauerstoff... Ups, wird jetzt wirklich ersticken, oder? Zeig mal her, was brauchten wir für Wasser? Chemical Plant. Wo war Sauerstoff? Warum taucht hier nirgendwo? Pure Water. Hydrogen, Oxygen. Wo ist Oxygen? Warum taucht die Oxygen nicht auf? Hydrogen Can? Nein. Also ich weiß, es war sehr einfach und ich weiß auch, dass es in einem Chemical Blink Dingens war. Schaffe ich das vielleicht sogar noch? Ja, soll ich schaffen. Einfach weiterlaufen. Und im Notfall habe ich ja noch mein Medpack. Habe ich da noch ein Ersatzding bei? Ja. Also mit viel Glück. Außer das Verdurst, Hungern ist instant. Kriege ich gleich nur langsam Schaden und kann das mit dem Medpack gegenheilen. Und ich sollte nicht durch die feindliche Basis laufen. Das ist das Ding, was ich erforschen wollte, oder? Ich denke schon. Ach, Gero. Guck mir auf deine Gürteltaschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich was bringt, aber Schaden wird es nicht.
Laufbeine wären jetzt auch noch ganz schick für das Ding. Auch wenn ich sie normalerweise nicht nutze, weil sie zu viel Strom verbrauchen. Aber genau, nee. Genau jetzt würden sie gar nichts bringen, weil wenn ich verhungdurste, habe ich auch keinen Strom für Laufbeine. Lalala. Das wird bald nicht mehr hinhauen. Bald habe ich keine Tränke mehr. So, na. Nee, bringt nichts. Die können da vielleicht irgendwie das Schild boosten, um mir so auch noch Zeit zu erkaufen. Boah, Tix viel zu schnell runter. So, wo muss ich hin? Da, ne? Kann das sein? Eins. Gleich ist vorbei. In Sicht. Das ging schnell. Und ich kann jetzt auch kein Autosave laden, weil da bin ich noch viel zu weit oben wahrscheinlich. Jo. Da bin ich schon wieder auf dem Rückweg, oder? Ja, da bin ich noch hier. Gut. Okay. Das war nicht so eine gute Idee. Also die Idee an sich war gut, die Umsetzung war nur doof wegen leerem Tank. Das heißt, ich sollte das irgendwann, wenn ich Zeit überhaupt, nochmal machen. Also um sowohl Illyrium zu finden, als auch schöne Außenposten, die dann auch einigermaßen sicher sind, weil keine Basen in der Nähe sind. Hoffentlich. Aber nicht in den nächsten Folgen, glaube ich. Ich habe dann doch noch ein bisschen zu viel anderes zu tun. Also jetzt wäre es schick gewesen, weil ich eh gerade schon so weit oben war, aber nochmal extra komplett durchbrechen und das alles machen ist ein bisschen viel. Gut, das heißt, nächsten Folgen ein bisschen zu... Nee, nicht zu kleistern. Die Basis im Auge behalten. Aber ich denke mal, es wird so 3-4 Folgen mindestens dauern, bis da ein neues Gebäude hingeploppt wird, das wir dann zerstören können für Alien-Artefakte. Und jetzt geht's schon los, ja. Und eine ähnliche Basis hier unten vielleicht mal gucken. Ob die Basis genauso ist wie die. Dann hätten wir 2 kleine Farmbasen, die wir immer wieder zurechtstutzen, um alle 4-5 Folgen ein Alien-Artefakt jeweils rauszubekommen. Das ist echt eine miese Ausbeute. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Jetzt erstmal zurück zur Basis.